aus meiner Tasche. Muss ich mal gerade rangehen. Könnte wichtig sein. Entschuldigung. Alles gut, lass dich nicht stören. Ah, es ist mein Mann. Ist nicht so wichtig, ich mach mal aus. Entweder oder mit Colleen Ullmann Fernandes. Hättest du lieber einen Arm oder ein Bein zu viel? Oh Gott, das wäre beides total praktisch. Muss ich kurz antworten? Nö. Weil so drei Beine, ich kann mir vorstellen, dass man dann irgendwie schneller ist. Aber drei Arme wäre auch mega praktisch, weil man einfach mehr tragen könnte. Ich glaube, ich würde mich für den dritten Arm entscheiden. Lieber dumm sein, dafür aber intelligente Kinder bekommen oder lieber sehr intelligent sein, dafür aber dumme Kinder bekommen? Lieber dumme Kinder. Lieber One Night in Paris oder One Night on Ulm? Dann lieber, meinst du Paris Hilton? Nee, dann lieber Ulm. Würdest du lieber Farid Bang oder Klaas Häufer umlaufen? Klaas Häufer umlaufen. Lieber die Klausur verhauen oder den Lehrer verprügeln? Lieber den Lehrer verprügeln. Lieber ein Zebrastreifen oder Bullen anfahren? Lieber ein Zebrastreifen. Lieber Dreck am Stecken oder im Dreck stecken? Lieber Dreck am Stecken. Lieber dumme Fragen fragen oder darauf antworten? Lieber dumme Fragen fragen. Lieber eine Taube auf dem Dach oder eine Blinde im Bett? Eine Blinde im Bett oder eine Taube auf dem Dach. Da habe ich lieber eine Taube auf dem Dach. Deine Band, in der du mal warst, hieß Yam Yam. Das habe ich auf Wikipedia gelesen. Das steht bei Wikipedia. Ja, das steht da. Ja. Deshalb die Frage, lieber Yam Yam oder Yum Yum? Na, lieber Yam Yam. Lieber Rosinen im Kopf oder Haare im Kuchen? Rosinen im Kopf. Oder Haare im Kuchen. Dann glaube ich lieber Haare im Kuchen. Kennt ihr das, wenn man im Restaurant irgendwie ein Haar in der Suppe hat und sich aber nicht traut, was zu sagen? Guten Tag. Hallo. Ich finde das wahnsinnig. Ich hatte schon mehrfach Haare im Essen. Also nicht immer in dem gleichen Restaurant, da wäre ich wahrscheinlich wirklich nach einmal nicht mehr hingegangen. Aber ich habe mich nie getraut, was zu sagen. Aber eigentlich müsste man dem nicht sagen. Fällt mir gerade ein. Colleen Ullmann Fernandes ist ein verdammt langer Name, fast so lang wie René Pascal Weiß. Das ist mein Name, moin, ich bin Neon.de-Redakteur. Und der Grund, warum er mich hier gerade sieht bei Stern.de, seht besser gesagt, das ist grammatikalisch noch besser, ist ganz einfach. Und zwar hat Neon.de einen eigenen YouTube-Kanal. Was im 21. Jahrhundert, 2018, sind wir auf diese verrückte Idee gekommen? Ich weiß, unfassbar, incredible. Aber es ist so und ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Da gibt es nämlich ganz, ganz viel solcher Videos, die ihr eben gerade gesehen habt. Ganz, ganz viel Flachwitze, Herrenwitze oder auch Interviews wie mit Ello Black, Revolverheld, Pierce Brosnan. Luigi, wie heißt er? Brosnan. Pierce, sag Pierce B. PSB, der James Bond. Alias Imania James Bond. Auf jeden Fall haben wir ganz, ganz viele solcher verrückter Dinge auf unserem YouTube-Kanal. Schaut gerne mal vorbei, lasst uns ein Abo da und dann werdet ihr mich und auch Luigi und mich. Der Esel, so nennt, sich, richtig, der ja? Esel nennt sich immer zuerst. Ne? In diesem Fall lasst uns ein Abo da und dann sehen wir uns. Das ist, glaube ich, einfach. Ein.